Ja, Leute, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum nächsten Part My City, meine Güte, Leute. Wieso sage ich mal My City? Minecraft, nicht My City, sondern Waterworld, also Wasserwelt, Leute. Hier machen wir auch eine ganze Stadt, eine ganze Wasserwelt über die ganze Welt, ist ja klar. Ja, Leute, ich habe soweit die Grieferstellen, PNT hat auch schon wieder neu gemacht. Hier ist alles wieder heil, wie ihr seht. Hier oben hat er auch schon wieder einen Boden reingezogen, wie ich sehe. Auch nicht schlecht. Ja. Das läuft doch. Das läuft doch, das läuft doch. Aber irgendwie ist das Schiff ein bisschen groß, finde ich. Jetzt nicht von der Länge, von der Höhe, war das irgendwie unrealistisch. Weil man muss ja schon irgendwie ein bisschen nach der Größe gehen, ne? Ich finde das ein bisschen komisch, weil mein Schiff ist eben halt, ja, von der Länge her nicht so groß. Und alles, und er baut nur eine Yacht und das ist doppelt so groß wie meins. Sieht zwar bestimmt nachher geil aus, aber ich finde irgendwie ist die Höhe. Ja, weil, guck mal hier, ist oben die Kommandobrücke und guck mal da, Leute. Und da kommt bestimmt auch, was sehe ich zu. Das ist ja eigentlich schon viel zu groß, aber wir lassen ihn mal bauen. Weil ja alles ein bisschen kleiner gehalten ist eigentlich. Oder was ich finde. Wir gucken mal, wie es wert, Leute. Sonst muss ich jetzt PNT auch noch sagen. Er sieht auch bestimmt mein Video. Ne, PNT? Ich sag, ich lasse sie erstmal so weiterbauen. Aber es kann auch sein, dass ich. Ja, sage, es ist ein bisschen weniger wert. Weil mir jetzt auffällt, wie hoch das überhaupt ist. Und. Ja, das ist ja. Ultra. Aber ich wollte schon alles so, dass es wirklich passt. Und das passt nicht ganz so dazu, wie ich mir das vorstelle gerade. Aber Leute, was haben wir denn hier noch? Irgendwas war. Haben die noch irgendwo weitergebaut? Ach, hier, Leute, die Türme gehen auch weiter voran. Ja, hier will Heimbass bauen, das weiß ich noch. Da baut er auch schon. Ich habe letztens früher musste aufhören. Deswegen konnte Heimbass nicht bauen. Die Gorka hat auch schon weitergebaut. Ja, die Türme auch. Da muss unbedingt sehr viel Glas, Leute. Weil man hier sieht, überall ist, guck mal an, alles voll mit Glas und alles. Und das passt noch nicht so ganz so, weil hier ist sehr viel Glas, das muss ich sagen. Das hier, aber der hier passt noch nicht so ganz, ne? Da müssen wir auch nochmal schauen, Leute. Ich achte nämlich echt drauf, wenn die Bauwerke nämlich nachher nicht so, ja, richtig modern sind, sondern einfach nur von meinem Geschmack her komisch aussehen, nicht genau zu dieser Stadt passt. Dann würde ich euch auch Bescheid sagen und ihm halt sagen, dass ich die abreiß und ihr nochmal neu bauen könnt oder wie auch immer. Weil sonst kann eigentlich jeder hier sein eigenes Haus bauen, aber bitte ein bisschen Mühe geben. Guck mal hier, so wie das hier. Das finde ich richtig geil. Weil hier genau passen, da sind Pfeiler drin, ein Glas. Auch das geht noch. Das ist zwar ein einfaches Hochhaus, aber das geht noch. Aber muss schon, Leute, ihr müsst schon darauf achten, dass ihr so baut. Ungefähr so baut, dass es wirklich modern und von den Hochhäusern geil aussieht. So wie das, 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 das. Ja, das geht auch noch. Immer drauf achten. Das soll nämlich alles zueinander passen. Auch von den Häusern her, da müssen wir drauf achten. Ja, hier geht das noch. Das ist Gorki, da muss es eben halt bunt sein. Das ist nicht schlimm. Das ist unsere Gurke, aber das ist ja auch weiter weg. Aber das passt irgendwie zusammen. Dann ist hier ein bisschen was Buntes und da hinten ist mehr Weiß und Schwarz. Das geht. Ha, Leute, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Damit da nichts passiert. Das ist ja sonst ärgerlich. Genauso wie das hier, ne? Zero? Ja, nicht das. Aber wem gehört denn das, Leute? Ich weiß nicht mehr, wem das gehört. Ich muss den, mit den Spielern nochmal schnacken, weil das ist noch nicht so. Ja, das ist nämlich ein bisschen viel zu viele Farben drin, ne? Das soll ja an, habe ich auch in der Tafel geschrieben, er gesagt, am besten Hochhäuser und auch viel mit Weiß bauen, damit ihr es noch wisst. Sehr viel mit Weiß, ja, das geht auch noch, das ist mal wieder ein dunkles Gebäude, das ist ja auch dunkel, das habe ich ja gemacht. Aber, ja Leute, ach, ich habe ja gesagt, hier war noch nicht fertig. Ja Leute, es ist, soweit ich weiß, fertig, jetzt von Zero. Er hat gesagt, ich habe es fertig gemacht, ich habe hier überall Glas reingemacht, das ist. Komplett rundherum. Können wir mal reingehen, können wir mal von unten gucken. Da muss Ciro unbedingt nochmal raufkommen und na, gucken. Ja, da seht ihr überall Glas drin, das sieht man hier. Wunderbar. Komplett. Habe ich überall Glas reingeklistert.
Das habe ich gestern oder vor, ja, gestern Abend gemacht oder so. Dann können wir den Balken nämlich auch da oben abbauen. Dann ist das nämlich auch schon weg. Ja, Leute, ich wollte euch nur eine kleine Update-Folge geben eigentlich heute. Weil ich heute wieder so eine scheiß Schicht habe, dass ich früher einspringen muss. Und deswegen nehme ich jetzt heute Morgen noch gerade in dem Moment. Wenn ihr es heute seht, hey, seht ihr, dass ich das heute Morgen aufgenommen habe. Ja, noch mal einmal kurz hier drauf. Und heute Abend gibt es ja den Need for Speed Livestream, Leute, ab 20 Uhr. Also ab 20 Uhr irgendwann werde ich online kommen und den Need for Speed Livestream machen. Ja, ist mein Schiff hinten kaputt? Nee, es sah so aus. Wollte schon sagen. Ja. Ah, ist das Schiff, ist das unten noch kaputt? Nö. Ist wieder heil. Das gefällt mir nicht so, weil das ist scheiße hoch. Das könnte ein Flugzeugträger werden, ja. Ja, muss ich mit PNT nochmal schnacken, dass er das irgendwie ein bisschen tiefer macht. Weil das ist echt, das passt irgendwie nicht so, finde ich, zur Welt. Weil das Schiff ist kleiner, Theos ist ja auch ein bisschen kleiner. Und alles ein bisschen kleiner. Und dann kommt da so ein Riesenklopper, der eigentlich nicht, ja, nicht richtig groß zu passt. Das ist irgendwie nicht so mein Fall. Aber da schnack ich mit PNT nochmal in Ruhe in der Party. Da müssen wir irgendwas machen. Das ist noch nicht so mein Fall. Also das irgendwie ein bisschen kleiner machen. Sieht zwar geil aus, muss ich sagen. Von der Front her. Aber das passt nicht so zur Stadt, weil das überdimensional ist. Weil das soll eine Yacht werden und. Ja, guck mal das. Ein bisschen kleiner, ne? Man muss ja auch ein bisschen realistisch bauen, Leute. Das ist das, was auf diesem Projekt auch angeht. Es ist zwar auch realistisch, es gibt ja so große Schiffe, die verdammt groß sind und alles, aber ich möchte das hier gerne vermeiden, dass die wirklich von der Höhe zu hoch sind. Wenn er es einen Tick kleiner macht von der Höhe, dann passt das auch schon. Von der Länge her ist ja gut, aber ein Tick kleiner wäre besser. Mal gucken, was wir da noch regeln können. Irgendwas wollte ich noch. Ich wollte nicht nur die ganze Zeit rumfliegen jetzt für eine kurze Folge. Das ist eine Mini-Folge. Die war sich 10 Minuten oder so, Leute. Wem gehört das hier dann? Ich muss selber erstmal alles abschauen. Hier stehen überall keine Namen dran, Leute. Bitte Namen dran schreiben. Das wäre echt super von euch. Guck mal, da war Lars. Er baut gleich weiter. Das ist gut. Wir können nochmal zur Tafel fliegen. So, realistisch bauen muss ja auch noch ran und so. Wo ist denn hier der Eingang, Leute? Ich weiß selber nicht, wo mein Eingang ist vom Gebäude, Alter. Leute, PNT, sowieso Horst, T, Niki, Patrick. Da Lars, er hat sich schon rangeschrieben, aber ist noch nicht fertig gebaut, ne? Alles klar. Kein TNT, in die Party kommen. Ja, Leute, immer in die Party kommen, wenn ihr mitspielen wollt. Die Supporter erst anschreiben, den. Von wem nicht griefen, fast nur Hochhäuser, freundlich sein, nicht unsichtbar machen. Nicht griefen. Griefen ist zwar verkehrt geschrieben, machen wir noch ordentlich. Freundlich sein, in die Party kommen. Das steht nämlich noch nicht da. Viel mit Weiß bauen. Viel mit Weiß. Auf einem anderen Schild. Da kommen schon noch einige Regeln mehr, Leute. Ist ja klar, kein TNT, nichts griefen. Da steht da schon fast nur Hochhäuser, freundlich sein, das ist klar. In die Party kommen, das will ich immer versuchen, dass sie. Außer ich mache Aufnahmen, Leute, dann könnt ihr natürlich nicht in die Party kommen. So wie jetzt in dem Video. Die Supporter erst anschreiben bei Problemen mit viel Weiß. Ja. Viel mit Weiß bauen.
Nicht unsichtbar machen, nicht zu Bomben bauen. Irgendwas kommt bestimmt noch. Ja, Leute, da gucken wir nochmal, was wir noch zumachen. Ich stehe ja, glaube ich, schon an der Tafel. Ja, Mod geht ja, Horst. Ja, der kommt ja nicht dahin. Na, erstmal. Bau. Team. Tafel. Und darunter kommt mein Name. Natürlich, ja, geht ja nicht. Den setzen wir da oben mit hin. Bin ja der Horst. Ist ja klar, ist ja meine Map. Horst. Welche 5? Welche Farbe das ist doch, Leute? Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Letztes Mal war das mit dem Farbeschreiben auf der PS3. Das ist ja, wisst ihr selber, ewig her. Und es hat geklappt, Alter. Ich weiß noch, wie das geht. Herrlich. Ja, das ist doch gut zu wissen. Ja, das ist herrlich. Da schreiben wir noch einfach mal auch noch mal Dings hin. Dreier, das ist ja meine Sache da. Nehmen wir mal 6, mal gucken, was 6 ist. Ich weiß das alles gar nicht mehr. YouTube wollte ich schreiben, Leute. 6. Och, Leute, ey. Früher morgen, das ist echt kacke. Da war Lars, was macht er denn bei mir in der Nähe? Will er irgendwas von mir? Das geht ja gar nicht hier. YouTube in Gelb, perfekt. Was schon? Was macht er denn da? Ach komm, gehen wir mal raus hier, mal gucken. Wo ist jetzt Herr Loschen? Natürlich da, war ja klar. So, raus. Na, was ist los, da, Ballas? Was ist los? Leute, irgendwas? Er hat doch irgendwas. Irgendwas ist da los. 11:45 Uhr. Oh, Leute. Was ist bald los? Weinen wir mal ein. Ja, schreibt schon. Die Aufnahme beenden wir auch gleich. Ist einfach nur so ein kleines Update, dass ich wirklich, ich habe ja gesagt, mehr Minecraft bringe jetzt. Baut einfach ab. War kurz AFK, okay. Alter, schreiben wir noch gleich, ich bin gleich wieder off, das müssen wir nochmal machen. Off. Nehmen. Ja, aber lass immer mal in Ruhe. Chill, mach da Re-Live. So. Ich höre dich wegen Headset, okay. Alles klar, du hörst mich, hä? Ich habe eigentlich. Spielchat habe ich eigentlich auch. Aus, da war Lars. Dann brauche ich ja keine Schilder schreiben. Dann weißt du Bescheid, dass ich gleich offline gehe. Ich mache nur die Aufnahme zu Ende. Oh Leute, Ark Survival hat schon wieder ein neues Update. Ey, innerhalb, was weiß ich, 3 Wochen haben die 6, 7 Updates, Alter. Was ist denn das? Das ist mega heftig, Alter, muss ich immer echt sagen. Und nochmal. Ja, Leute, das ist ja der Spawn Tower. Aber irgendwie spawnen die immer da oben drauf, Leute. Das habe ich letztens gehabt. Da kamen zwei neue drauf, Leute. Wir haben eingestellt, dass der Spawn da unten ist. Aber irgendwie spawnen die hier oben. Die stehen ja alle hier oben drauf. Ist ja klar, dass die dann eben halt die Bauteamtafel nicht sehen. Dann müssen wir gucken, dass ich die neuen dann immer dahin gleich hin teleportiere, damit sie ja Bauteamtafeln und die Regeln nochmal sehen. Aber wir verlassen mal vom Inneren vom Schiff.
Weil ich da nächstes Mal, Leute, ich mache nämlich erst das Deck oben fertig. Wie ihr seht, ist es ja schon, ja, eingerichtet. Da. Ist ja hier die Bar, dass man hier sitzen kann. Hier ist ein Pool. Man könnte ja auch von hier in, was weiß ich, machst du denn echt hier so ein Sprungbett und springst einfach ins Meer? Scheißegal. Nein, Leute. So machen wir das nicht. Ja, ist hier ein bisschen eingerichtet. Die Bar ist das noch nicht so ganz so meins, aber das wird noch ein bisschen verändert hier. Also, ich brauche richtig lange für das Schiff, glaube ich. Aber ist doch eine geile Aussicht. Das sieht doch schon echt nobel aus. Ja, Leute, ich will nicht so viel sabbeln. Ich muss nämlich los zur Arbeit. Leute, ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Mod GTA Neuzimmer. Was laber ich denn hier schon wieder? Leute, und wenn euch das Video gefällt und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch hier gefällt, ne? Leute, so, bis zum nächsten Mal. Euer Mod GTA.